Hallo! Wir haben hier eine wunderbare Werkstatt. Auch ihr habt wunderbare Werkstätten. Und oft verkleidet man Wände mit OSB. Das soll nicht sehr verallgemeinernd sein, aber es ist irgendwo ein Trend, der zumindest in der Heimwerkerszene relativ verbreitet ist. Und genau daran habe ich auch gedacht, als ich mir überlegt habe, diese Wand sieht gar nicht mal ganz so schön aus, wie ich mir das wünschen würde. Und deswegen habe ich zuerst gedacht, naja, vielleicht mache ich irgendwie was Ähnliches, wie viele andere auch. Ich verkleide meine Wand mit Holz. Das ist aber nun gar nicht mal ganz so einfach, weil OSB finde ich A, vor allen Dingen ziemlich hässlich und B, wie in diesem Video gezeigt, gibt es das ein oder andere, was ein bisschen dagegen spricht. Mein Vorteil zuallererst ist, das ist eine innenliegende Wand. Das heißt, das ganze Thema Hinterlüftung können wir ein bisschen ausklammern. Das Schöne ist, wir haben letztens in meinem Schlagzeugraum etwas montiert, was mich extrem inspiriert hat. Was ist es? Das gucken wir uns jetzt mal noch mal kurz an und gehen in den Schlagzeugraum. In meinem absoluten Lieblingsraum, meinem Schlagzeugraum, haben wir diese Diffusoren von Thomann eingebaut. Und die sehen mega, mega geil aus. Das Ding ist, das, was hier in klein sehr, sehr gut aussieht, wäre wahrscheinlich für meine Wand drüben im Bankraum einfach etwas zu viel. Weil stellt euch mal vor, ich würde jedes Mal vor so einer Wand stehen und was chiseln. Das wäre einfach ein bisschen zu viel des Guten. Im Musikraum top, im Bankraum vielleicht etwas zu viel. PS, im Büro kommt das auf jeden Fall auch noch hin. Aber für den Bankraum habe ich eine andere Idee und dafür gehen wir jetzt da hinten hin, denn Material ist schon da. Das ist das Material der Wahl. Zum einen bin ich ein Mensch, der gerne Farbe mag. Und Gelb ist eine sehr, sehr schöne Farbe. Und zum anderen ist es einfach auch mal was anderes. Warum ist da hinten eine Schiene? Hast du etwa alles schon fertig? Nein, ich habe nur schon mal getestet, wie sich das Material bearbeiten lässt. Denn wir haben hier eine beschichtete Sperrholzplatte. Beschichtet womit? Dazu kommen wir in einem separaten Video, denn wir gucken uns sehr viele Materialien an. Und das ist jetzt tatsächlich einer der ersten, wo wir wirklich ganz anders oder zumindest etwas anders an die Bearbeitung rangehen müssen, einfach weil wir hier nicht mehr nur noch Holz haben, sondern eine externe Beschichtung. Was wir jetzt machen wollen ist, und ich bin ganz ehrlich, es nervt mich tierisch, wir wollen auch hier ein grobflächiges Karomuster reinfräsen, was gar nicht ganz so einfach ist, weil wir einiges rechnen müssen. Was, das zeige ich euch gleich, weil das habe ich schon gemacht. Streng genommen, wir alle drei hier in der Werkstatt, Richard, ich und Hanna, wir haben uns alle leicht angeschrien, aber wir sind zu einem Ergebnis gekommen, denn das soll ja schön sein. Wie gesagt, wir werden das hier nehmen und wir werden das vor allen Dingen auch gleich, also das Karomuster, mit der Oberfräse und der Schiene fräsen. Einfach, weil die Platten zu groß sind, um es auf der Formatkreissäge zu machen und weil ihr so auch hervorragend nachmachen könnt. Wie rechne ich sowas jetzt aus? Was hast du gemacht? Ab zur Tafel. So, au, also was wir schon wissen, das haben wir gerade rausgemessen, dafür auch die Testfräsung, von der Vorderkante der Schiene bis zum Anfang unserer Fräsung sind es 30 mm, bis zur Mitte 34. Ist das für euch interessant? Nein, eure Schiene ist wahrscheinlich anders eingestellt. Das Wichtige ist, unsere Platten sind, wenn wir sie gleich zugeschnitten haben, 2,90 m mal 1,50 m. 1,50 m sind sie schon, das passt perfekt. Denn wir haben genau 4,50 Meter, die wir verkleiden wollen. Das Problem ist nun, dass wir ja über drei Platten hinaus ein einheitliches Muster haben wollen. Und das ist, zumindest für jemanden wie mich, manchmal etwas schwierig. Ihr wisst es alle, Zahlen und Jonas Winkler, das geht ganz aneinander vorbei. Aber wir haben jetzt eine Lösung gefunden, mit der wir alle leben können. Ganz wichtig, es gibt ganz viele verschiedene Lösungen, um sowas zu machen. Wir machen es jetzt so, dass wir alle Platten etwas unterschiedlich fräsen. Das heißt, die beiden äußeren sind gleich, nur spiegelverkehrt. Da werden wir am Rand 16 mm abschneiden. Und in der Mitte werden wir bei der mittleren Platte außen auch Fräsungen haben. Das ergibt sich sozusagen daraus, dass wir an den anderen beiden was abschneiden. Wichtig ist natürlich, ihr müsst immer bedenken, wenn ihr so eine Platte einteilen wollt, müsst ihr natürlich die Nutbreite abrechnen. Das sind bei uns 8 mm. Und warum 8 mm? Dazu kommen wir später, denn wir müssen die Platten ja irgendwie auch befestigen. Dazu kommen wir also gleich. Wenn wir drei richtig gerechnet haben, richtig gedacht haben, dann sollte alles gut gehen. Wenn nicht, naja, dann haben wir ein sehr wildes Muster. Warum war das jetzt so ein bisschen huckelig gerade hier an der Stelle? Das ist tatsächlich hier der Übergang von der Führungsschiene zur Führungsschiene.
Ich denke, das hört man. Da ist noch so ein ganz, ganz mini kleiner Versatz drin. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass diese Führungsschiene, weiß ich nicht, 6 Jahre alt ist und diese hier ungefähr 5 Monate oder 2. Wir müssen das jetzt noch mal ein bisschen besser einstellen, damit es beim zweiten Mal ohne diesen Wackler geht. Aber an sich geht das halbwegs klar. Was schon klar wird, ist, wir müssen eine ganze Menge fräsen. Ihr habt wahrscheinlich gesehen, dass ich Kopfhörer trage, obwohl ich immer sage, dass ich es nicht mag. Das stimmt auch, weil was ich nicht mag, beziehungsweise was mir sehr wichtig ist, ist bei allen Arbeitsschritten möglichst viel zu hören. Das kann man auch kritisch sehen, aber für mich ist das irgendwie wichtig, habe ich für mich so gelernt. Diese Kopfhörer sind ganz geil, weil sie mich halt nicht komplett hermetisch abriegeln. Sie sind relativ, ja, sie dämpfen es zu einem Level, der mir gut gefällt. Anders kann ich es eigentlich gar nicht beschreiben. Die sind von IsoTunes. IsoTunes war nett genug, mir auch einen Gutscheincode, glaube ich, einen Rabattcode. Habe ich überhaupt einen Code? Vielleicht habe ich einen Code. Guckt mal unten. Auf jeden Fall gibt es einen Link. Ich habe keinen Plan. Insofern, wenn ihr auch so wie ich seid und so dicke Kopfhörer, wie Richard sie sehr gerne trägt, nicht mögt, guckt euch das mal an. Ah, es sieht genauso aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Es klappt tatsächlich sehr, sehr gut. Problematisch ist, wenn so etwas dann doch sehr gut klappt, kommen neue Überlegungen. Wir überlegen gerade, brauchen wir diese Tür? Rein raumtechnisch, nein, wir brauchen diese Tür nicht. Ich kann auch einfach 3 Meter um diesen Raum herumgehen und ich gehe sowieso sehr, sehr selten da durch. Die Frage ist, machen wir einfach die komplette Wand damit zu, weil genug Material dafür haben wir? Tja, was macht man nun? Das überlegen wir jetzt noch, denn was sowieso vorher ansteht ist, wir müssen so oder so noch 2 weitere Platten fräsen. Genauso wie diese und genau das machen wir jetzt auch als nächstes. Wenn wir das fertig haben, können wir an die Unterkonstruktion denken und spätestens dann müssen wir entscheiden, bleibt die Tür, ja oder nein? Ja, bis dahin, fräsen. Let's go! Puh, so, die laute Arbeit ist geschafft und man bekommt schon so eine grobe Idee, wie das Ganze aussehen sollte. Ganz wichtig, wir werden im Rahmen dieser Umbaumaßnahme auch die Werkzeugschränke ersetzen. Also wundert euch nicht, dass das jetzt erstmal komisch aussieht. Was ist hier los? Warum liegt hier so viel Zeug? Das Bauen der Wandpaneele ist ja sozusagen eigentlich nur der kleine Teil gewesen. Der große Teil, der jetzt kommt, ist die Unterkonstruktion anfertigen. Und das hier sind wunderbare Profile, die noch vom Bau meines Schlagzeugraums, wo wir heute ja schon waren, übrig sind. Das Video verlinke ich euch hier, beziehungsweise irgendeins, weil es hat länger gedauert, den zu bauen. Was wir jetzt machen müssen, wir werden jetzt diese Unterkonstruktion an die Wand bringen. Das ist etwas tricky, weil wir am Ende nur in den Nuten verschrauben. Ihr werdet es nachher sehen. Was wir jetzt also machen, Bretter an die Wand hämmern und dann Paneele an der Wand ausrichten und super schön festschrauben. Und dann hoffen wir mal, dass alles gut aussieht. Also wir fangen mit den Dingern an. Wir haben verschiedenste Längen. Ganz wichtig, wenn ihr eine Unterkonstruktion baut, macht euch immer Gedanken darüber, ist es eine Außenwand oder eine Innenwand? Weil wie gesagt, das Thema Hinterlüftung müsst ihr dabei bedenken. Wir haben hier theoretisch jetzt auch eine Hinterlüftung, einfach weil wir relativ dicke Knüppel haben. Also 3, 2, 1, bohren und go. Achso, und die Paneele müssen natürlich erstmal wieder weg. Richard,